Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpro ist Eltron. Das sollte auch eigentlich ein E sein. Ich weiß nicht, warum das Programm daraus ein R gemacht hat. Jedenfalls hat er ein ABC-Deck eingesendet. Und ja, schauen wir mal, was draus wird. Ja. ABC zusammen noch mit Drachenschlucht und halt Destrudo, weil Destrudo so ein bisschen gut ist. Ja, doch, man munkelt. Mal schauen, was es können wird. So, da sind wir. Witzig, wie wir alle ABCs haben, außer dem einen, der sucht. Aber wir haben einen Field Spell, insofern ist das wahrscheinlich wurscht. Ich hab nichts gesagt. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie jetzt der Play aussieht. Man könnte nämlich auch, man könnte vielleicht argumentieren, überhaupt gar nicht DS Union Hangar zu suchen. Eine Drachenschlucht. Ja. So. Und wer von denen konnte? Alle sagen von Feld auf Friedhof. Ach so, okay, dann ist es sowieso egal. Dann schmeißt man C ab. Wir können auch den Destrudo selber abschmeißen, um den Destrudo einzulegen. Dann dodgen wir eine Didi Crow, sollte er eine haben. Wie wahrscheinlich ist das, dass der Didi Crow hat, mal ganz im Ernst? Ist Destrudo once per turn? Weil dann dodgen wir es nämlich eh nicht. Once per turn? Nee, aber es macht trotzdem Sinn, weil den wollen wir im Grave haben und den werden wir jetzt dann loswerden. Na ja, gut, stimmt auch wieder. Wir könnten auch den da in Grave legen und dann den wiederholen. Ja, das macht halt fast richtig Sinn. Dann machen wir das, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur kurz gucken. Halt, bevor wir das jetzt machen. If this God. Okay, das hat keinen Nachteil. Nee. Okay. Wir haben einfach so einmal wieder. Und dann sagen wir ihn konstant weiter weg. Exisen wird er auch weiterhin auf dem Friedhof landen. Sondern dann exisen wir ihn mit einem irgendeinem weg. Jetzt holen wir den Destrudo wieder. Ach ja, der hat ja auch noch einen Effekt, aber was? Das ist ja der Sinn, warum man ihn reinlegt. Autsch. Trotzdem Wurf. Dann bauen wir mal einen Ancient Fairy. Und holen den nächsten Field Spell. Richtig. Wir haben noch nicht genormelt, darf ich mal kurz anmerken. Ja, ja, das ist ja auch wichtig. Nein. Da. Ja. Haben wir 1000 Lebenspunkte zurückbekommen. Ey! Dann können wir den mal. Wir können nicht in die Battleface gehen, in dem Zuge, in dem wir das machen, ne? Nö, nö, den anderen Effekt. Wenn wir den noch, auch noch machen, dann können wir nicht in die Battleface gehen. Ja, noch? Ja, ich überlege. Haut das aus dem Mikro. Das... Noch können wir in die Battleface gehen, aber wir werden ja einen Effekt benutzen, also von daher. So, dann A. Oder ist ja hier wurscht, überholen im Endeffekt. Wir haben eh alle. Ja. Nein, es ist nicht wurscht, weil wir wollen jetzt ein C aus dem Deck haben. Ja, das ist jetzt nicht wurscht, das ist richtig. Und dann könnten wir theoretisch entweder linken gehen, um weiterzumachen und in dem Zug noch anzugreifen. Wobei, nee, Quatsch, nee. Linken gehen bringt gar nichts. Nee, wir müssen den Ancient Fairy machen. Dann Hallo B. Was auch immer. Dann können wir jetzt einen Decode Talker bauen. 1, 2 und 3. Es wäre besser gewesen, erst einen Proxy Dragon zu bauen, fällt mir gerade auf, aber das Thema ist durch. Ja, stimmt, das ist ja schlauer gewesen. Dann jo. Und jo. Und jo. Macht nicht wirklich einen Unterschied, in welcher Reihenfolge. Nein, aber falsch zu aktivieren. Weil jetzt kriegen wir wieder einen auf die Hand, jetzt können wir keinen. Buster Drake, also es ist egal, weil jetzt müssen wir den vom Feld entfernen. Ja. Das heißt, wir bauen jetzt einen C und holen uns dann den C wieder. So, ich nehme dich zurück. Und aus dem Deck kommt dann der A. Ah, dann haben wir alle mal. Ja.
So, ja dann ABC. Mhm. Weil sonst haben wir eh alle Effekte raus, die wir haben, von daher. Dann schmeißen wir noch eine Handkarte ab und räumen das verdeckte Viech weg und dann ist er dran. Und weg mit dir. Aber. Ha! Guten Abend. Hi. Dann go. Ja. Shadow. Kaiju. Das wäre unlucky. Ja, das wäre jetzt unlucky. Nee, das ist eine El-Shadow Fusion. Die ist so. Warte mal. Der kann nur aus der Hand fusionieren jetzt. Was sagt Winder? Wir können nur aber einmal pro egal. Zug spezial beschwören. Die ist uns egal, die ist uns egal. Der hat zu wenig Angriffspunkte. Wir können sie verbannen, theoretisch, mit dem IBC dann. Ja, Gönnung. Dann möge er sich bitte gönnen. Ich meine, der andere Effekt ist ja auch ein Schnelleffekt. Das wird tatsächlich eine Winder, ne? Ja, wird eine Winder. Glückwunsch. Leute, warum hat er nicht in die Free-Zone vom Dekotoker gebaut? Keine Ahnung, vielleicht will er noch ein Viech bauen und sagt, es ist ja egal, in welcher Reihenfolge ich es mache. Er oder zieht eine oder er hat einfach nur gepennt, das kann auch sein. Er zieht einen und beschwört einen Falco, ist beides okay. Mhm. Weil dann hat er nämlich seine eigene Special Summon raus. Nicht, dass wir an dem Punkt interrupten könnten oder so. Wir könnten an dem Punkt interrupten und Winder bändischen, aber das macht halt wenig Sinn. Ja, das würde die Effekte aber nicht verhindern und hätte ihm wieder eine Extrazone freigeschaltet und die Möglichkeit, überhaupt Spezial zu beschwören. Es hilft uns gerade, dass die Winde auf dem Feld ist, könnte man sogar sagen. Außer es kommt ein 3G-Key. Das ist dann halt Schicksal. End of Turn. Dann banishen wir mal seine Winde, würde ich sagen. Ja, und gehen in Response raus. So, aber erst den Effekt benutzen. Wurst. Wir könnten sogar den Falco banishen. Na okay, das Thema ist durch. Kann man in unserem Zug dann immer noch machen. Ja, dann gehen wir mal in Response noch raus. So, 1, 2, 3. Ich glaube, wir hätten gerne den letzten C aus dem Deck. Der in Death. Der kam in Attack. Und der letzte auch in Attack. Wobei, keine Ahnung, hol ihn in Attack. So, jawohl. An dich. Wir hätten gerne an dich einen C. Wir haben keinen C mehr. Stimmt, wir haben einen C mehr gezogen. Na gut. Da haben wir jetzt alle. Okay. So, Varal Load könnte man bauen. Wir hätten jetzt einen Proxy Dragon gebaut. Nee, keine Ahnung, was jetzt gibt. Doch, einen Proxy Dragon damit. Und dann noch ein Exis-Viech und dann ein Ding und dann tot. Ja, darauf wäre es im Endeffekt hinausgelaufen. Aber wir haben Zeit für noch ein Duell, also bis gleich. So, da sind wir. Würden wir gerne anfangen. Das ist ein schönes Blatt. Das ist ein sehr schönes Blatt. Das ist ziemlich viel. Dann fangen wir mal an mit dem hier, würde ich sagen. Ja, nee. Kannst du rückkicken? Nee, leider nicht. Unlucky. Weil mir ist gerade eben eingefallen, dass der eine ja sagt, dass man ihn holen kann, wenn man keine Monster hat. Stimmt. Dann packen wir mal ein C. C weg. Weil mit, weil mit A such mal B. So, dann fangen wir mit dem Unionshanger an. Mhm. So, der sucht uns jetzt den C und mit A normeln wir, hängen wir dann einen B dran. Moment. Vielleicht machen wir auch erst das, die Drachenschlucht, weil den Hangar will ich eigentlich auf dem Feld lassen. Wenn wir jetzt erst die Drachenschlucht machen. Wenn wir die Drachenschlucht jetzt... Dafür den Soldier discarden, weil wir damit in dem Zug eh nichts mehr bauen. Es ist die Frage, bauen wir wirklich nichts? Weil mal angenommen, wir machen jetzt... Nee, warte mal, bescheuert. Wir können einfach den A wegschmeißen, weil wir damit Hangar den nächsten A suchen können. Das wäre einfacher, ja. Halt! Oh. Weil den Galaxy Soldier kriegen wir nämlich sehr wohl raus. Wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Also jetzt legen wir auf jeden Fall mal einen Destrudo rein. Ja. So. Dann... Dann jetzt Hangar. Haben wir einen Hangar. Mhm. Dann würden wir gerne mal. Und jetzt einen A. Aber mal... Na, ja. Wobei wir auch C hätten holen können, das hätte keinen Unterschied gemacht. Dann geht sich der A mal normeln. So, Normalbeschwörung Nummer 1. Aktiviert den Effekt. Jo.
Hängen ein B dran. Aktiviert das Trudo aus dem Grave. Mhm. Auf. Die haben keine Stufe 6er drin, ne? Du meinst Stufe 8er? Nein, haben wir nicht. Nein, ich meinte Stufe 6er, weil es dann. Wobei, wir hätten theoretisch. Ja, nee. Wir hätten Stufe 6 bauen können, aber. Ach ja, wir müssen ja sowieso. Ja, dann machen wir einfach den Decode-Talker. Nee. Warte mal, wenn wir jetzt Proxy Dragon bauen. Ja, stimmt. Dann kriegen wir was aus dem Grave und dürfen was suchen. Dann können wir nochmal normeln. Ja, stimmt, das wäre sinnvoller. Machen wir Proxy Drake. Ja. Mit dir und dir. Ja. So, so ja. Dann, und ja. Dann sucht. Der eine sucht ein C. Also, ich nehme den C zurück auf die Hand und der andere sucht ein A, hätte ich gesagt. Oder so. Ja. Ach nee, das war so rum. Dann hätten wir jetzt gerne wieder. Ist egal, nehmen wir jetzt den C, weil der C landet gleich. Nein! Nicht den C. Einen von den beiden anderen. Nehmen wir einen B, weil der sucht. Ja, der ist ja jetzt normeln wir den C genau. Und synchron. Jetzt normeln wir den C und bauen jetzt mit Proxy und dem einen Decode-Talker. Genau. Warte kurz, ich überlege. Warte, ich überlege gerade. Ich glaube, wir haben es gerade. Nee, das war, wir hätten mit den beiden Decode-Talker bauen sollen und damit Galaxy Soul Tapper noch einen Infinity daneben legen können. Ja, oder wir bauen den da. Nein, wir bauen jetzt einen Decode-Talker. Nicht mit... Warum legst du denn wieder alle drei weg? Weil ich doof bin. Ich vergesse das immer. Ah! Das war jetzt nicht der Plan gewesen. Mann, ich weiß. Alles gehabt. Ja, ich weiß, das, ich weiß. Ah! Er hat einfach noch ein ABC daneben. Ja. Ah. Weil der wäre jetzt daneben, wir hätten jetzt ja, halt nochmal... Ja, ich weiß. Den Synchro gebaut, der sucht nochmal was, specialt nochmal was. Ah. Haben wir kein B mehr im Friedhof? Nein, hatten wir nie. Ah ja, stimmt. Ja, und so. Große. Ja, auf der Zielgeraden verkackt. Ja. Das ist halt auch dämlich, dass du Linkmarker so easy überschreiten kannst. Wird entweder ein Decode-Talker, in dem Fall können wir zwischendrin noch dazwischen funken, wobei ich das auch immer noch nicht unbedingt... Hi, den könnte man wegschießen. Das klingt nach einem Plan. Dann machen wir das. Banish One Card, bitte. Und den Respots können wir auch gleich rausgehen. Was sollen wir hier noch mit dem auf dem Feld? Ja. Am Ende wird er noch gekaijut, also von daher. Wir hätten gerne ein C, ein B an den A. Also C kommt dann. Achso, meintest du, ja. Ja. So, C kam in Def. Und B wandert bitte in die Zone, wo Decode-Talker drauf zeigt. Das ist jetzt der B, das heißt hierhin. Genau. Und A im Angriffsmodus. Genau. Und dann kommt bitte ein B an den A. Ja, das hast du bereits gesagt. So, jawohl. An dich. Einen B. So, entweder ist noch eine Leiste oder er kann relativ wenig machen. Na gut, das wird der Decode-Talker. Glückwunsch. Hm. Mir fällt gerade auf, Decode-Talker ist die erste Protagonistenkarte, die nicht 2500 Angriffspunkte hat. Ah ne, Quatsch, never mind. Firewall Dragon. Hab nichts gesagt.
Jack Knight. Funktionieren die endlich? Achso, anscheinend, weil er benutzt sie, also funktionieren sie wohl auch inzwischen. Der darf sich drei Jack Knights jetzt raussuchen, sehe ich das richtig? Ja. Alles solide. Ey, wenn das gewusst, hätten wir den A hier hingepackt und den B dahin. Ja. Was ist das jetzt? Key to the World Legacy. Das mit diesem World Legacy raff ich immer noch nicht, warum irgendwie jedes Thema eine World Legacy-Karte hat. Hat aber wahrscheinlich irgendeinen Anime-Grund. Oder irgendeinen Dual-Terminal-Grund, das kann auch sein. Naja, so und so. Okay, was kann der jetzt? Ja, den ist da rüber geschoben, okay. Ja klar, dann... Damit der jetzt hier wieder was reinschmeißen kann, ja. Wahrscheinlich sagt er jetzt irgendwie, er darf so viele zerstören, wie wir Karten in der Reihe haben. Beschreiß nicht. Nee. Ach so, das ist ja fair. Ja, weil er nämlich gar keinen Jack Knight im Friedhof hat, witzigerweise. Unlucky. Also für uns nicht, aber für ihn halt. Achso, klar, in der Zone sind auch zwei. Was kann der jetzt? Okay, sucht noch einen Jack Knight. Und die kommen nächste Runde alle wieder. Da liegt ein ziemlicher Haufen Angriffspunkte nächste Runde. Ja. Aber insgesamt noch ein bisschen zu wenig. Ein Glück liegt hier nichts. Trotzdem kommt mir gerade entschieden zu viel Zeug ums Eck. Ist wohl richtig. Aber zum Umnieten reicht's nicht. Der würde dem Decode Talker 1 für 1 tauschen können. Ne, Quatsch, kann er nicht, weil der muss glaube ich, jetzt ins gleiche Feld legen, oder? Ne, Quatsch. Aber wenn er noch einen holen will, muss der in das Feld hier rein. Und dann hat er noch weniger Schaden. Oh. Yay, yeah, jemand, der noch genauso blöd ist wie ich. Außer das war jetzt irgendeine Taktik und die Karten wollten den Friedhof. In dem Fall habe ich nichts gesagt. Sollte es aber nicht sein und der tatsächlich gemacht, weil er genauso blöd ist wie ich, dann hätten sich ja echt zwei gefunden. Außer, wie gesagt, er hat irgendeine Karte, die diese Karten im Friedhof haben will, dann ist alles fein. Was sagt jetzt der Verilord Dragon eigentlich nochmal ganz genau? So, also wenn er irgendwas in eine Zone beschworen hat, die er gezeigt hat, kann er die Main-Monster-Zone schießen. Nö. Oder? Ah ne, Quatsch, das war ein anderer, das war der Tropologic Bomber. Barrelload. Das war Tropologic Bomber, genau. Ja, genau. Barrelload. Ja, er ist ebenfalls so blöd wie ich. Sehr gut. Was natürlich keine Entschuldigung für dich ist. Nein. Das sollte auch nie eine. Wie willst du. Wie kann man da drin einen Entschuldigungsversuch sehen? Manche Leute kommen dann immer mit der Argumentation, ja, siehst du, hier ist einer, der ist genauso blöd wie ich. Ja, nee. Und macht dich das dadurch intelligenter? Nee, das ist so, als ob man sagen würde, das ist so, als ob man argumentieren würde, dass der Medienblock in LOL nicht schlimm ist, weil der in Dota noch schlimmer ist. So, da sind wir. Wir haben 3x A, 3x Ash Blossom, 3x B, 3x C, 2x Destrudo, 3x Galaxy Soldier, 2x Ghost Ogre, Gold Gadget, Maxi, Silver Gadget, Darkworm, Garnet sowie 3x Brilliant, 2x Dragon Rewind, Set Rotation, 3x Terraforming, 3x Union Hunger, 2x Strike und eine Warnung. Ja. Das Deck sieht gut aus. Und viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es sieht gut aus. Ja. Punktum. Ja, es ist eigentlich
ziemlich. Ob man, also man muss Drachenschlucht braucht, weiß ich nicht. Man muss jetzt, kurz dazu sagen, es ist ein RL-Deck, abgesehen von der Ash Blossom, die hat er ergänzt, die hat er im RL nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob man die zweite Drachenschlucht braucht und dafür nicht einfach einen dritten Strike spielen kann. Wahrscheinlich als Backup drin, falls das erste Dragon Ravine eine Ash oder einen Ogre kassiert. Weil das Ding ist ja nicht once per turn. Und ja. Ansonsten ist gut. Ich weiß nicht, ob man den ob als zweite Synchro der Black Rose so eine geile Sache ist. Ob man da nicht vielleicht sogar so fancy ist und einen Omega baut. Zum Bleistift. Weil ich finde Omega im Link ziemlich gut. Und man könnte überlegen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, statt dem Proxy Dragon den Penner zu spielen, der. Ah ne, Quatsch, der ist noch nicht draußen, ne? Also weil er draußen sein wird, meinst du den da? Ja. Ist noch OCG-only, aber wenn er rauskommt, auf jeden Fall einen Proxy Dragon durch den ersetzen, das ist richtig. Beide. Du brauchst den Defer Proxy Dragon nicht. Und der hat die besseren Marker. Der hat erstmal die besseren. In dem Deck hat er die besseren Marker, ja. In dem Deck ja. In dem Deck ja. Der schaltet den in Zone frei. Richtig. Das tut der Proxy Dragon nicht, weil du baust die Proxy Dragon und die God Talker. Ja, aber so rum. Manchmal willst du für die. Du brauchst in dem Deck keine dritte Zone. Andere Decks, die eine dritte Zone brauchen, sollten einen Proxy haben. Das Deck gehört nicht dazu. Hier spielt Security Dragon. Ja, aber wie gesagt, es ist, ist ja ein TCG-Deck, von daher irrelevant. Ja. Ja. Und, aber es gibt halt wirklich nicht viel zu sagen, abgesehen von den eben genannten. Ist das Deck sauber, wie es da steht. Ja, also ich würde den dritten Strike noch ins Main reinkriegen. Das Side-Deck sieht ernst gemeint aus, deswegen erwähne ich es gerade mal. Struggling Battle dreimal im Side ist eine absolute Pflichtkarte, weil die so dumm ist einfach. Ja, diese Karte ist so eine behinderte Second-Turn-Karte. Also ja, nicht Second-Turn, aber wenn du Second gehst, so meinte ich das. Da du dir Anti-Spell vermutlich nicht leisten kannst, kann man die Barrier wohl machen. Weil ich finde fast Anti-Spell besser als Barrier. Weil es vermutlich gegen ähnliche Decks reingesidet wird. Oder beziehungsweise beides wird reingesidet zum First gehen. Wobei in dem Fall. Die Barrier klappt halt gegen noch ein paar andere Decks. Ja, die Barrier kann zur allergrößten Not auch nochmal funktionieren, wenn man Second geht. Aber ich glaube, zum First gehen ist fast der Anti-Spell effektiver. Weil du bringst beides nur rein, wenn du First gehst. Hier steht es halt leider auch nicht, was er statt dem Ash Blossom im Main Deck hatte. Ja, ist auch egal. Vermutlich andere Handtraps. Wahrscheinlich. Aber so wie es gerade aktuell dasteht, kriegt das Deck auf jeden Fall mal 13 Punkte. Mhm. Weil es halt ein sauberes, starkes ABC-Deck ist. Wenn man es richtig spielt. Ach so, man könnte statt dem 3000er Kaiju den Spinnen-Kaiju spielen. Glaube ich. Oder statt dem Wind-Kaiju. Eher statt dem Wind-Kaiju. Dann hast du den 3000er für die eigene Seite. Den da. Genau, und bastelst dem Gegner lieber einen Komongos, weil der hat nur 2-4. Da kannst du noch mit ein, zwei anderen Viechern drüber latschen, als über die 2-7 von dem Windviech. Na gut, die 2-7 packt im Notfall der 2-8 davon Dingens hier. ABC. Buster Drake. Oder Dragon Buster? Ja, Dragon aber Buster. Zum Beispiel Infinity kommt mit 2-5. Oder 2-7. Nee, der Infinity saugt die doch einfach ein. Ah ja, richtig. Ja, nicht zwingend. Vielleicht muss er im Kampf drüber und Main 2 was anderes einsaugen. Das ist richtig. Das kann passieren. Also ja, im Endeffekt im Kosten-Nutzen-Verhältnis was heißt im Kosten-Nutzen-Verhältnis? Du hast keinen Schaden davon, den 2-4er statt dem 2-7er zu spielen. Ich meine, das ist nicht so, dass der 50 Euro kosten würde oder so. Nein. Andererseits glaube ich, lohnt es sich selbst die 1-Euro-Investition für den Versand nicht, das zu machen. Also von daher. Das ist die andere Seite halt. Weil es gibt ein paar wenige Situationen, wo du den lieber hättest als den anderen. Dweller finde ich interessant. Warum keine Baguska? Die ist ein bisschen stark. Hat er vielleicht nicht. Wie viel kostet die? Nichts. Nichts? Okay. Dann also ich bin mir absolut sicher, dass sie... Ich habe den Preis nicht nachgeschaut, aber ich weiß, dass sie keine Secret ist, also dürfte sie nichts kosten. Ich glaube, die ist eine Super Rare.
dann darf die eigentlich echt nichts kosten. Okay, also wenn sie drin ist, dann solltest du dir eine Baguska anschaffen, weil die Karte ist tatsächlich ein kleines bisschen gut. Ja, sie kosten Zwickel. Gut. Dann aber, wie gesagt, 13 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.